Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es geht weiter mit den wild verteilten Truhen vom Seher für die Seher-Quest. Gucken wir mal nochmal nach. Wir befinden uns hier in dieser Gegend. Ich guck mal eben gerne mal auf die Karte. Und das Kreuz ist sozusagen direkt senkrecht unter meinem weißen Pfeil. Also in irgendeiner Senke dort gehen wir dann mal hin. Beziehungsweise gucken mal, wie wir da rankommen. Schauen mal, hier ist es etwas erhöht. Also gehen wir erstmal ein bisschen hier runter. Wir haben schon einige Drachensnapper getötet. Wobei auch darauf zu achten ist, dass wir hier nicht überraschenderweise von einem Seher gesehen werden. Von einem Suchenden. So, das war natürlich so eine Situation, die ich in der letzten Folge wohl heraufbeschworen habe, dass da irgendwo hinterm Eck einer steht. Und da steht tatsächlich so ein Heinz hinterm Eck. Und zwar da. Da ist der Suchende. Entweder wird er mich nicht treffen können. Oder ich treffe ihn nicht. Nee, ich treffe ihn nicht. Schauen wir mal. Jetzt kann er nach oben schießen. Das würde mich mal wundern. Oder schießt er überhaupt? Ja, okay, er schießt gar nicht. Okay. Das war's. Einfach wortlos, grußlos ist er von uns gegangen. Okay. Das müsste wohl... Genau. Gucken wir mal in die Richtung. Ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, hinzugelangen. Da ist noch ein Seher. Oh, nee. Suchender. Gucken. Aus dem sein Feuerzeug ankommt. Also, sein fliegender, brennender Feuer... Schweif. Oh. Okay. Ist sie das zu weit weg oder wie? Ah, er kommt an. Ja, er kommt. Okidoki. Haken schlagen. Okay, und auch das war's. Sehr schön. So, dann laufen wir mal zielstrebig in die Richtung. Muss ich hier durchwarten? Den habe ich keinen Bock. Das verbraucht mir zu viel Zeit. Zombie? Zombie, Zombie. Na gut, okay. Ja, komm mal aus dem Boden gekrochen. Gibt es natürlich nichts zu holen. Ach, da ist ja noch einer. Okay. Gut, gibt's nichts. Da hinten ist noch einer. Den hat schon ein bisschen erwischt. Oh, zwei gleich. Okay. Gut. Auch ihn hinüber. Feldknöterich. Dann haben wir Sumpfgasdrohne. Noch eine. So wie das aussieht, sind wir wohl so ein bisschen in der richtigen Richtung. So, und hier den Giftstachel. Wieso ist das Ding jetzt weg? Und da ist es. Das war halt eben nur im Unsichtbarkeitsmodus, oder was? Na, doch, man kann es sehen, Stachel. Gut. Er ist ein bisschen duster hier. Im Sumpf, was natürlich nicht verwunderlich ist. Okay. Die sind auch sehr gut getarnt. Okay. Schauen wir nochmal. Weil ich vermute, dass wir hier irgendwie hier am Rand irgendwie so einen Aufgang finden könnten oder einen leichten Zugang. Das sah nämlich so aus. Nee. Stopp. Feuernessel. Mensch. Da gab es irgendwie so auf der Zeichnung, genau hier in dem Bereich, wo ich mich befinde, da sah das nicht so steil aus auf der Karte, ist aber steil. Schade. Mhm. Trotzdem werden wir mal hier weiter entlang gehen. Interessiert mich erstmal nicht, was links von mir ist.
Mich interessiert erstmal nur die die Kiste. Beziehungsweise da, wo das Kreuz ist, das ist ein Schatz, den wir schon gehoben haben. Sicherheitshalber nochmal nachhacken. Ja, ist nichts da. Logisch. Zum was? Sumpfgolem? Zäher Sumpfgolem. Mhm. Gucken wir mal. Der ist noch nicht auf uns zugekommen. Zum Rücken zu uns. Jetzt kommt er. Oh Gott. Zwei Schüsse und weg ist er. Auch gut. Na. Nicht daneben laufen. Okay. Ja, jetzt kommen wir da oben hoch. Vielleicht kommen wir ja da irgendwie näher an das Kreuz, wenn wir diese Geschichte, diesen Weg einschlagen. Kann ja sein. Nur all diese Frösche, wie sie knatschen und quietschen. Okay, hier kommt nichts. Ja, es steht, der Ort auf der Karte muss irgendwo hinter den Ruinen eines großen Tempelplatzes sein. Vielleicht kommen wir denn da oben hoch. Das kann ja immerhin möglich sein. Ach, du liebes Bisschen. Ach, du liebes Bisschen. Hau doch ab da. Mann, Meter. Nee. Da bin ich ja völlig in die Falle gerannt hier. Okay, da ist noch einer, der auf mich zukommt. Okay, super. Okay. Ach, hab ich den Zombie schon? Ja. Ein Zombie hat ja nichts. Ja, mal gucken, was es da noch gibt. Ah, ich höre noch was. Irgendwelche Schluckgeräusche. Da. Okay. Nix. So, habe ich denn die Kiste schon? Was? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also muss ich hier später nochmal hier hin. Und, ja. Irgendwann mal auch für die Truhe den Schlüssel kriegen und finden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier irgendwo hoch geht, weil in die Richtung müsste ich dann. Schauen wir mal auf die Uhrzeit. Es ist 20.49 Uhr. Ich werde eine Runde schlafen. Bis zum nächsten Morgen natürlich. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Überblick. Über das Ganze. Na also, das sieht auch nach schönem Wetter aus. Kann man auch besser erkennen, dass da was ist. So, hier könnte es hochgehen. Das könnte klappen, ich weiß es nur nicht. Hallo? Und steig einmal hoch. Das wäre cool. Hier könnte es knapp werden mit der Erklimmbarkeit. Und hier irgendwo? Auch nicht. Das geht. Das geht nicht. Ja. Da drüben haben wir überhaupt gar keine Chance. Hier geht's hin. Ah, okay. Sehr tricky. Sehr, sehr tricky das Ganze. Ja. So, und hier bleibe ich wahrscheinlich wieder hängen.
komme nicht weiter. Habe ich hier rechts von mir die Möglichkeit hochzukommen? Jawohl, komme ich. Das sieht besser aus. Jawohl. Was liegt denn da unten? Gefährlich ist das nicht. Aber hier ist was. Oh! Hier gibt es Zeug. Sehr schön. Also noch das Kreuz. Oh, das ist noch in weiter Ferne. Kann natürlich sein, dass ich mich auf einer völlig falschen Ebene befinde, viel zu hoch bin oder so. Ach ja. Gucken wir mal, ob wir hier so hoch kommen. Aua! Knapp. Wir sind wieder am Rande des Universums. Ist ja herrlich. Boah, das ist aber ein starker Kamm. Mann, oh Mann. Hinter den Tempelruinen hieß es ja. Also hier bin ich definitiv falsch. Jedoch könnte ich es wagen, mal runter zu springen oder darüber zu springen. Ja. Okay, das war ein bisschen daneben. Wow. Das wird nicht so gut gehen. Gucken, wie geht's denn hier weiter? Nee, das geht hier echt nur tief runter. Und da unten sind neue Scavies zu sehen, also neue nicht, aber alte. Wie sieht's denn hier aus? Nee, da stürze ich in die Töfe, in die Tiefe, meine ich. Können wir irgendwie abkürzen? Oh! Aber dafür sind wir unten. Okay, machen wir das so. Also. Wo willst du denn hin? So geht's nämlich auch. Sehr schön, dafür gibt es hier noch sehr viele Kriechgeschichten und Vögel, die wir abschießen können. Und keine Raptoren. Raptoren sind ja Fleischfresser. Die Scavies sind ja Pflanzenfresser, größtenteils. Sonst würden sie hier nicht auf der Wiese herumpicken. Hier, das wollte ich genau. Komm, einmal und dann bist du weg. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Denke mal. Eventuell noch ein bisschen Loot. Lootbeere. Weidenbeere, Lootbeere, noch eine Weidenbeere. Birgt sich noch so. Ja. Okay. So. Was haben wir denn hier? Ach so. Noch mehr. Mittlere Wunden heilen. Flackernde Textur. Steintafel des Bogenschützen. Perfekt. Dann können wir unser Bogenschützentalent auffrischen. Dann schauen wir mal. Da ist es. Sackt. Wunderbar. Schauen wir mal, wo wir uns insgesamt befinden. Wir sind auf jeden Fall schon mal näher dran. Baumstamm, ne? Yep. So.
Da haust du nicht ab. Bist du nervös? Oh. Lass mich doch mal in Ruhe. War hier noch was? Da war doch noch was. Weidenbeere. So, und wenn wir hier rechts rumgehen, müssten wir unserem Ziel näher kommen. Trotzdem gucke ich nochmal, was wir hier haben, noch alles zu finden haben. Jawohl. Das tut gut. Ach, da. Junge, deine Tarnung bringt auch nichts. So, du bist weg. Sehr schön. Immer sehe ich irgendwas aus den Augenwinkeln. Ja, küss den Baum, Roland. Warum geht das jetzt hier hoch und nicht weiter hoch? Wir wissen es nicht. So, entweder gehen wir hier nochmal weiter reingucken oder wir gehen direkt zielstrebig auf das Kreuz zu. Ist doch die Richtung, oder? Ja, das ist sie. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Zickzackkurs. Kann ja nicht schaden. Ein bisschen Pflanzen. Oha! Wer bist du denn? Bist du denn auch wieder so ein Sumpfgut? Oh, da ist ja noch ein wichtiges. Ach so, zwei Waldgolemse. Nein, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich habe mich noch nicht erfrischt. Okay. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eventuell hochkommen. Kommen wir. Andere. Der ist nicht mit seinem Kumpel mitgekommen. So. Ich meine hier was gesehen zu haben, genau richtig. Gut. Dann ist der andere Waldgolem ja auch wieder. Die Stelle hier noch gar nicht. Hä? Habe ich die hier noch gar nicht. Komisch. Das ist echt übersehen alles. Hä? Bisschen komisch, oder ist das hier unerschöpflich? Ja, hinter dem Teil war ich noch nicht. Das ist... Sprüche aufgelesen. Irgendwo war noch ein wichtiges Kräuter. Nein, du warst nicht. Irgendwo hier gewesen sein. Das hier. Ach, nur eine Feuernessel war es. Gut. Okay, weiter geht's. Ne. Du warst das. Auch eine Feuernessel. Und da hinten ist auch noch was. Auch eine Feuernessel. Gut. Da muss ich mir mal eben vormerken, dass ich da auch noch mal was an absuchen möchte. Jep. So, wo bist du denn? Da ist er. Siehst du, den habe ich ja schon erwischt gehabt. Das braucht doch gar nicht mehr so viel. Du dickes Holzteil, ne? Lässt dich von so einem kleinen Mini-Pfeil beeindrucken, indem du dann nach hinten ausweichst. Ja, ja. Aber das ist ein Vorteil. Weidenbeere.
und hier gibt es viele Pflanzen. Und da hinten hat es noch... Ach, eine Fangheuschrecke nur. Schön üppig bewachsen hier alles. Sehr schön. Na, willst du wohl? Gut. Da hinten ist was. Hell erleuchtetes. Ja, das sieht gut aus, wo wir sind. Exactement. Kann ich mich allerdings nicht erinnern, ob ich jemals schon hier war, als ich hier im Gebiet des zum ersten Mal war. Okidoki. Wen haben wir denn hier zu sitzen? Nee, hier war ich noch nicht. Ratzkatz und Amenophis. Okay, Amenophis. Ja, bevor wir die ansprechen, gucken wir nochmal in allen Ecken und Ritzen hier. Ah, da hinten ist sogar was. Sieht aus wie eine Gobo-Beere. Ja, ist eine Gobo-Beere. Halbpflanzen, Holzfäller-Axt, Säge, Schäppe, Baumstamm. Jawohl, hier war da noch was. Genau. Wenn ich nämlich mit denen rede, kann das sein, dass ich vergesse, hier nochmal den Bereich abzuscannen. Das ist mir nämlich oft passiert. Und vielleicht auch noch so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja. Apropos Spannung aufbauen, wo geht's denn hier lang? Nö. Gut. Ne. Schön viel Loot. Gut. Ja, vor allem hier an den Seiten. Clever. Leere Lavawasserflasche. Ja, dann sprechen wir den doch mal an, den Herrn. Hallo. Ich grüße dich, Fremder. Wer bist du? Mein Name ist Amenophis. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Was machst du hier? Das sind Angelegenheiten, die nur mich etwas angehen. Nur dem Berufenen, der meinen Spuren gefolgt ist, werde ich mehr darüber sagen. Ach. Wenn du nicht dieser bist, solltest du mich nicht länger stören. Könnte das der Seher sein? Es wäre sehr, sehr schwer, seine 5 Spruchrollen zu stehlen, ne? Machen wir nachher mal. Ich soll hier jemanden treffen. So? Wen denn? Einen Mann, der an verschiedenen Orten in Kurines Nachrichten hinterlassen hat und der sich der Seher nennt. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass jemand so hartnäckig sein würde, mir bis hierhin zu folgen. Also ist das. Das heißt? Das heißt, dass du dein Ziel erreicht hast. Ich bin der Seher. Oh, was macht der Goblin hier? Was macht der Goblin hier? Keine Sorge. Der tut dir nichts. Es ist ein Freund von mir. Wie? Dein Freund? Ja. Ratzkatz hatte sich mal bei einem Sturz das Bein so schwer verletzt, dass er nicht gehen konnte. Dank meiner Heilkräfte gelang es mir aber, ihn gesund zu machen, so dass er nach einigen Wochen wieder laufen konnte. Seitdem sind wir gute Freunde geworden. Du siehst mich so an, als ob du meinen Worten nicht Glauben schenken würdest. Nun, ich... Wenn du mir nicht glauben willst, dann rede mit Pratzkatz. Er wird es dir gern bestätigen. Das werden wir auch mal machen. Wo gehst du denn jetzt hin? Weil Pratzkatz kommt mir bekannt vor in der Modifikation Velaya, die Geschichte einer Kriegerin. Da hieß nämlich auch ein Goblin,
Vor dem Xardas-Turm Pratzkatz. Es ging, glaube ich, um die Bosse. Hey, Goblin! Hä? Mensch? Genau, ich gehe mal an eine andere Stelle hin. Damit war... Wieso kannst du sprechen? Warum du? Nun... Ich schätze, das habe ich mal gelernt. Auch Pratzkatz gelernt. Von gut Freund Amino. Der machen Pratzkatz gesund. Du meinst Aminophis? Ja, ja, mein Amino. Er gut Freund. Schön. Ist ja süß. Der Aminophonie. Hey. Aminophon. Ägyptisch. Dieser Goblin ist wirklich dein Freund? Ja. Das sagte ich dir doch bereits. Ich hoffe, dass du das respektieren wirst. Sei mir nicht böse. Ich wundere mich nur. Die Goblins habe ich bisher nur als Feinde der Menschen kennengelernt. Das ist richtig. Aber nur, weil die Menschen mit dieser Feindschaft angefangen haben. Moment. Hatte Belia denn nicht die Goblins und Orks zu dieser Feindschaft gegen die Menschen aufgestachelt? Natürlich hat auch Belia Schuld an dieser Feindschaft, aber nicht allein. Da die Goblins alles Mögliche sammeln, gerieten sie schnell in Konflikt mit den Menschen, die hierfür überhaupt kein Verständnis hatten. Sobald ein Goblin einem Menschen was wegnahm, wurde Jagd auf den kleinen Kerl gemacht und er wurde getötet. Die Goblins hatten nach diesen Erfahrungen keinen Grund mehr, die Menschen besonders zu lieben. Und solange der Krieg der Götter dauern wird, wird sich das wohl auch nicht ändern. Nun ja, immerhin haben Pratzkatz und du es geschafft, diese Feindschaft zu beenden. Ja, aber dafür wurde er von seinem Stamm ausgestoßen und muss sich vor seinen Brüdern jetzt in Acht nehmen. Das nagt sehr an dem kleinen Kerl, doch ich kann es leider nicht ändern. Haben denn seine Stammesbrüder nicht versucht, Pratzkatz wieder auf ihre Seite zu ziehen? Natürlich, das haben sie versucht. Er aber blieb standhaft, als ihn seine Stammesgenossen dazu aufforderten, die Freundschaft mit mir zu beenden. Diese Geschöpfe sind von ihrer Natur her sehr dankbar und treu und lassen ihre Freunde niemals im Stich. So auch Pratzkatz. Für ihn wäre es undenkbar gewesen, sich mir gegenüber undankbar zu zeigen. Und darum werde auch ich ihn nicht im Stich lassen. Trotzdem wäre es für ihn vermutlich besser, wenn ihn sein Stamm wieder aufnehmen würde. Natürlich. Ich hatte ja auch versucht, ihn davon zu überzeugen, dass sein Stamm wichtiger ist als seine Freundschaft mit mir. Aber für diesen Preis war er nicht bereit dazu. So. Du scheinst irritiert zu sein. Warum bist du meiner Spur eigentlich gefolgt? Oh Gott, jetzt kommt eine... Boah, ich hab nicht abgespeichert. Ich wollte einen Spinner sehen. Kommt nicht in Frage. Pure Neugier, wär zu naiv. Bin auf der Suche nach Wissen, das hört sich weise an. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Deine Antwort klingt vielversprechend. Ich habe Fragen. Natürlich hast du sie, wenn du auf der Suche nach höherem Wissen bist. Ich muss dich aber erst prüfen, um sicher zu gehen, dass du berufen dazu bist, dieses Wissen zu erfahren. Ach so, hat Pratzkatz denn noch was für uns? Okay, aber ich sehe noch was. Du wurdest von deinem Stamm ausgestoßen? Ja, ja. Gobbo mögen nix, Mensch. Als Amino-Freund von Pratzkatz. Er muss den Stamm verlassen. Aber du würdest gerne wieder bei deinem Volk sein. Pratzkatz würde gerne, aber leider nicht können. Könnte man nicht mit deinem Stamm darüber reden? Pratzkatz glaubt nicht. Häuptling Kratzmatz wollen nichts freuen von Menschenstamm. Pratzkatz sehr traurig, aber nichts kann tun.
Schade, dass euer Häuptling nicht die Sprache der Menschen versteht. Sonst würde ich mit ihm reden. Nix Problem. Kratzmatz Sprechensprache. Häuptling klug. Haben viel, sehr viel gelernt. Na, wenn das so ist. Was hältst du davon, wenn ich dich zu deinem Stamm begleite und wir gemeinsam die Sache mit deinem Häuptling klären? Mensch wollen zu Kratzmatz? Ja, wenn deine Brüder sehen, dass ein Mensch in ihr Dorf kommt, werden sie vielleicht erkennen, dass nicht alle Menschen Feinde der Goblins sind. Mensch, gute Gedanken. Vielleicht hilft. Du wirst mich also zu deinem Stamm führen. Ja, Kratzkatz, bring Mensch zu Lager. Nimm Kralle. Was soll ich damit? Kralle sei ein ganz großes Zeichen von uns Stamm. Gobbo nix feindlich, wenn du zeigen Kralle. Alle Goblins? Nix. Kralle Zeichen nur von Kratzkatz Brüdern. Verstehe. Alle anderen werden mich angreifen. Ja, ja. Jetzt richtig sagen. Ja, an dieser Stelle, liebe Freunde, ende ich für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.